Ja, danke. So, ein bisschen lauter. Schön, danke. So schnell kann es gehen. Also, wir fangen an. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Christine Hägele-Aletze. Ich bin zweifache Mutter und ich freue mich von Herzen, dass ihr heute alle gekommen seid, um mit uns für den Frieden und die Freiheit zu demonstrieren. Bevor es losgeht, noch kurz die Hygienevorschriften. Aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 vom 23.06.20 in der Fassung vom 06.08.20 gelten folgende zusätzliche Auflagen. Die Teilnehmer achten auf die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen den Versammlungsteilnehmern sowie von den nicht teilnehmenden Personen. Sofern die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Einhaltung ist von den Ordnern zu kontrollieren. Auf je 12 Teilnehmer ist je ein Ordner einzusetzen. Diese tragen Warnwesten oder Armbinden. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch Desinfektionsmittel zur Verfügung. Rettungs- und Einsatzfahrzeugen der Polizei ist jederzeit eine Durchfahrt zu verschaffen. Und jetzt noch eine wichtige Info. Wir sind und bleiben überparteilich und lehnen jede Art von Extremismus ab. Ich möchte mich noch bei der Stadt Schwäbisch Gmünd für die Genehmigung unserer Veranstaltung bedanken, ebenfalls bei der örtlichen Polizei für die Unterstützung zum Wohle aller. Unsere Gruppe, wir für die Grundrechte in Gmünd mit unseren Aalenern Freunden, die sich für die gleiche Thematik einsetzen, nämlich die Wiederherstellung der Grundrechte und die Aufklärung über die Notwendigkeit und Wirksamkeit der sogenannten Corona-Maßnahmen, heißen Sie heute herzlich willkommen. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir Sorge um unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung haben. Vor allem aber habe ich Sorge um unsere Kinder und unser aller Gesundheit. Ein Beispiel zum Verständnis. Unser Gesundheitsminister, Herr Spahn, sagt, dass es nie eine Impfpflicht für Corona geben wird. Die Deutschen wissen nämlich um den Nutzen der Impfung. Im zweiten Satz erklärt er allerdings schon die Konsequenzen für diejenigen, die sich nicht freiwillig einer mRNA-Impfung unterziehen möchten. Von Bußgeldern von bis zu 25.000 Euro ist die Rede. Sie glauben das nicht? Geben Sie bei YouTube folgende Wörter ein. Jens Spahn, Impfpflicht, Bußgeld, Impfung. Und Sie werden direkt zu dem Interview weitergeleitet, welches aktuell am 06.08. entstanden ist. Und wer für die Produkthaftung für den Covid-Impfstoff übernimmt, ist übrigens noch nicht definiert. Wissen doch unsere Experten und die WHO, dass ein Impfstoff, um als sicher zu gelten, im Durchschnitt 15 Jahre dauert. Bisher gibt es noch keine einzige zugelassene mRNA-Impfung für den Menschen. Die mRNA-Impfung ist bisher nur bei Tieren zugelassen. Und jetzt soll ein Impfstoff innerhalb, sagen wir, von 18 Monaten hergestellt und geprüft werden und die ganze Welt ausnahmslos zu impfen? Die Hersteller selber rechnen jetzt schon mit ca. 700.000 Impfschäden. Dazu gehören schwere Autoimmunerkrankungen, Autismus, Lähmungen, Neuropathien, Enzephalitis und vieles mehr. Bitte denken Sie einmal darüber nach und informieren Sie sich selber. Und nein, das Thema ist nicht weit entfernt, sondern sehr nah. Schon nächstes Jahr soll der Impfzwang beginnen.
Möchten Sie diesen Zwang für sich und Ihre Kinder, für Ihre Enkel oder möchten Sie frei darüber entscheiden? Ein bekannter Biologe namens Clemens Arvey klärt diesbezüglich fachlich auf. Seine Videos finden Sie ebenfalls im Internet. Unter Clemens Arvey klärt auf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und möchte Ihnen jetzt noch gerne unsere Redner ankündigen. Heute bei uns zu Gast Marcel Thies aus Aalen. Er wird Ihnen ein neues Konzept vorstellen, wie wir mit den Corona-Maßnahmen umgehen und die Menschen noch weiter aufklären. Dr. Daniel Langhans, Kommunikationstrainer aus Ulm, zum Thema Corona und die Menschenwürde. Frau Tina Romdani, Sprecherin bei Klagepaten und Schnittstelle für Elterninitiativen und Elternvereine. Thema: die aktuelle Situation an Schulen, speziell hier in Schwäbisch Gmünd. Und Herr Dr. Edrich, Allgemeinmediziner aus Heidenheim. Thema: Corona, die Krönung der totalen Fremdbestimmung oder der Beginn des selbstbestimmten Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute alle auf den Weg gemacht habt, um uns zu unterstützen. Und vorab auch noch vielen Dank an unsere Redner, dass sie sich mal wieder auf den Weg gemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Der Sommer der Regenbögen von Gabriele. Vielen Dank. Es strahlt zu mir zurück. Es ist der Sommer der Regenbogen. Hab nie zuvor so viele gesehen. Der Himmel glänzt in allen Farben, die uns zur Verfügung stehen. Komm, lass uns tanzen, die Sonne lacht, auch wenn der Regen fällt. In deinen Armen spür ich die ganze Welt. Ich seh den Regenbogen in deinem Blick. Ich seh dein Lächeln, es strahlt zu mir zurück. Ich seh den Regenbogen in deinem Blick. Ich seh dein Lächeln, es strahlt zu mir zurück. Es ist der Sommer der Regenbogen, hier hab ich dich zum ersten Mal gesehen. Mein Herz fühlt in allen Farben, mehr als mir zur Verfügung stehen. Komm, lass uns tanzen, die Sonne lacht, auch wenn der Regen fällt. In deinen Armen spür ich die ganze Welt. Oh, ich seh den Regenbogen in deinem Blick. Ich seh dein Lächeln, es strahlt zu mir zurück. Ich seh den Regenbogen in deinem Blick, ich seh dein Lächeln.
Er strahlt zu mir zurück. Es ist der Sommer der Regenbogen. Vielen Dank für diesen wunderschönen Beitrag, liebe Ella. Wir kommen nun zu unserem ersten Beitrag. Marcel aus Aalen, ganz kurz vorab, 5 Minuten. Vielen Dank für deinen spontanen Beitrag. Hallo, schönen guten Tag, Schwäbisch Gmünd. Mein Name ist Marcel Thies. Ich komme aus Aalen. Ich war der Erste, der in Aalen die Demos veranstaltet hat. Die erste war am 2. Mai. Das war quasi zeitgleich mit dem Michael Ballweg in Stuttgart, aber unabhängig davon. Ich habe mich nach mehreren Wochen zurückgezogen aus der ersten Reihe, habe das weitergegeben an die Sigrun, die das auch sehr gut macht. Und habe jetzt mir aber zwischenzeitlich gedacht, ich muss trotzdem, die Lage wird immer ernster, ich muss trotzdem noch versuchen, irgendwo einen Beitrag zu leisten, damit die Leute wach werden. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, und zwar, ich möchte einen sogenannten Rundgang der offenen Fragen veranstalten. Und zwar das in jeder Stadt und in jedem jeder Gemeinde vom Ostalbkreis. Und möchte damit alle Kreisräte, Stadträte, Bürger, Oberbürgermeister, alle Leute aus der Verwaltung, Bildung, Polizei, Justiz, Gesundheitswesen, Kultur, Kirchen, Gewerkschaften, Medien, Wirtschafts- und Sozialverbände, alle Leute, die da Verantwortung tragen, die sollen eingeladen werden, bei diesem Spazierrundgang durch die Stadt, durch die Gemeinde, ihre offenen Fragen auf einer Postkarte zu formulieren. Diese wird dann an einem sogenannten Bollerwagen angepinnt, wo eine große Pinnwand draufsteht. Und dann können die Leute versuchen, den Bürgern, die alle eingeladen sind in diesen Städten und den Gemeinden, diese Fragen von diesen Verantwortlichen beantwortet zu bekommen. Es ist also gedacht, dass also jeweils am Rathaus, wir starten übrigens in Aalen immer am Samstag um 15 Uhr, es ist also gedacht, dass wir dort starten am Rathaus am 3. Oktober. Das soll die Auftaktveranstaltung sein. Liegt einfach daran, dass es meine Heimatgemeinde ist und anschließend noch meine Nachbargemeinde eine Woche später, das wäre Essingen. Ansonsten folgen alle weiteren Gemeinden immer im Wochenrhythmus drauf. Grundlage dieser Informationen oder der Fragen, ich möchte einfach, dass die Leute versuchen, selber sich Informationsquellen zu erschließen, um ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Da, Gott sei Dank haben wir noch das freie Netz. In den Medien können Sie ja leider nicht mehr alles wahrheitsgemäß lesen. Und deshalb ist mir eigentlich wichtig, dass das Ganze stattfindet. Ich tue es kurz mal das Format eingrenzen. Gemeinsamer behindertengerechter Rundgang der offenen Fragen durch die Gemeinde, Stadt, circa 1 bis 2 Stunden, absolut friedlicher und respektvoller Ablauf auf der Basis von Fair Talk, Faktenübersicht mit Daten offizieller Quellen vom RKI, vom Statistischen Bundesamt oder Euromomo. Die gesetzlichen Vorgaben sind natürlich einzuhalten. Der erste Rundgang steht unter folgenden Informationsquellen und Fragen. Und zwar Videos von Professor Sukharit Bhakti, der Corona-Impfstoff ist sehr gefährlich, und das dazugehörige Buch von beiden, also von seiner Frau noch, Dr. Karina Reis, Corona-Fehlalarm. Wichtig ist mir, dass bei dieser Veranstaltung jeder die Möglichkeit hat, auch gerne teilzunehmen. Und deshalb ist das Mitführen von Fahnen, Emblemen jedweder Länder, Organisationen, Parteien, Weltanschauungen ist nicht erlaubt. Es gilt ein Verbot der Vermummung und des Ausrufen von Parolen.
Wir wollen eigentlich ganz ruhig und ganz friedlich durch die Stadt, durch die Gemeinde laufen, jedem die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und die in Ruhe beantwortet zu bekommen. Ich glaube, ich habe meine 5 Minuten schon überschritten. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu der Auftaktveranstaltung nach Aalen am 3. Oktober kommen, vor dem Rathausplatz. Sollte diese Veranstaltung wie auch immer nicht genehmigt werden von der Stadt, dann findet sie auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb statt. Ich bin selbstständiger Landwirt in Aalen. Gut, ich bedanke mich dafür, dass ich bei der Christine, da ich die Infos weitergeben konnte, hier Ihnen in Gmünd, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Verlauf der Veranstaltung. Vielen Dank für deine Worte und dein Engagement. Was du noch zu den Medien gesagt hast, fand ich sehr interessant. Da hätte ich noch ein ganz kurzes Beispiel. Zu der Berliner Demo am 1.8. war die offizielle Pressemitteilung 17.000 Menschen. 17.000. Es gab ganz kurz die Info, und zwar von der Pressesprecherin der Berliner Polizei, die bestätigt hat, dass es 1,3 Millionen Menschen waren. Diese Info ist mittlerweile gelöscht und zensiert. Ich habe sie allerdings über mein iPad abfotografiert per Video. Ich mache immer gern Videos, weil man weiß ja nie, wie lange sie noch zu sehen sind. Aber es waren 1,3 Millionen Menschen, alleine am 1.8. Am 29.8. noch mehr. Die genaue Zahl weiß niemand, Schätzung über 2 Millionen Menschen. Vielen Dank für die Bestätigung. So, hier. Ich möchte euch jetzt Dr. Daniel Langhans vorstellen, Kommunikationstrainer aus Ulm zum Thema Corona und die Menschenwürde. Vielen Dank. Danke. Ja, hallo, Schwäbisch Gmünd. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist ja eine verrückte Zeit, in der wir leben. Also verrückt im ursprünglichen Sinn des Wortes, nämlich die Welt scheint irgendwie von ihrem Platz woanders hingerückt zu sein, weil plötzlich Dinge, die ganz selbstverständlich sind, nicht mehr selbstverständlich scheinen oder auch nicht selbstverständlich sein dürfen. Also ich finde, das Selbstverständlichste von der Welt ist doch, wenn zwei Menschen andere Ansichten haben, dass sie dann versuchen, über ein Gespräch miteinander diese Ansichten zu klären und einander anzunähern. Ist doch so, oder? So, und jetzt gibt es eine Stadt, also um hier niemanden zu kompromittieren, möchte ich jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt eine Stadt, da sind eben die Menschen von der Wahrheitsbewegung, und so nenne ich uns alle, so möchte ich auch euch nennen, die Wahrheitsbewegung. Das sind die Menschen von der Wahrheitsbewegung sehr aktiv und geben dann Handzettel und verteilen das in Briefkästen. Ja, und dann wird darauf die Presse aufmerksam. Also erst hat man es ignoriert und jetzt aber konnte die Presse wohl nicht anders, die Tageszeitungen, als darüber berichten, aber es wurde natürlich in einem tendenziösen Tonfall darüber berichtet und es wurde ja in die übliche Schublade geschoben, was dort in den Handzetteln an Aufklärung über das Thema und auch an historischen Parallelen zu der Situation, die wir heute haben, und da gibt es ja so einige Parallelen, ja, das wurde attackiert und auch die Berufung auf Widerstandszeugen aus dem
ja, aus der schlimmen Zeit der 12 Jahre in Deutschland, die wurde dann sozusagen auch apostrophiert und lächerlich gemacht. Und dann meldete sich auch das zuständige Stadtoberhaupt. Und schon war eine gewisse Spaltung da. Ja, und bei einer Spaltung denkt man doch, man kann doch reden miteinander, oder? Ja, und dann hat man versucht, über jemand anderen, also der sozusagen auch eine bedeutende Persönlichkeit in dieser Stadt ist, ein Gespräch zustande zu bringen. Und ihr ratet, was passiert ist. Es gab das Telefonat und das fand dann statt. Und was ist von einem Telefonat zu halten, in dem der eine 5% Redeanteil hat und der andere hat 95% Redeanteil? Was ist von so einem Telefonat zu halten? Also da merkt man dann, also wenn das Telefonat so läuft, dass alles Mögliche gesagt und geredet und ja, ihr müsst erstmal konkrete Vorschläge machen und wenn die Vorschläge am Tisch sind, dann können wir sehen, ob es ein Gespräch gibt und dies und jenes. Und wenn die Vorschläge heißen, es soll die Maske weg, dann ist da das Gespräch schon zu Ende und die Pappe und hin und her. Wenn dann auf diese Weise auch so aufgeregt, wie ich das jetzt hier reproduziert habe, das Telefonat geführt wird, dann spürt man doch, dass da was nicht stimmt, oder? Und darum geht es, dass wir uns bewusst machen, hier findet Kommunikation auf einer schiefen Ebene statt. Da gibt es Menschen, die behaupten, sie wissen nicht nur, was die Wahrheit in Sachen Corona ist, sondern sie können diese Wahrheit auch allen anderen diktieren. Das ist die Realität im Moment. Und wenn dann versuchen, die anderen ins Gespräch zu kommen, dann heißt es nein und ach, du bist Verschwörungstheoretiker, du bist dies, du bist jenes. Und so entzieht man sich dem Gespräch und das ist dann die Gesprächsverweigerung. Allein das ist doch schon ein Hinweis darauf, dass da was nicht stimmen kann, oder? Ja, aber wir werden nicht locker lassen. Und allein die Tatsache, dass ihr heute alle hier seid, ist für mich auch ganz persönlich ein großer Grund zur Freude. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja. Ganz schön. Ja, also wir können jetzt oberflächlich über das Thema sprechen. Das ist so der erste kleine Punkt, den wir kurz besprechen miteinander. Dann das zweite ist, was sind so Hintergründe? Und das dritte ist, welches Menschenbild spielt da eine Rolle? Und damit wollen wir es dann auch schon gut sein lassen. Also, Punkt 1, die oberflächliche Betrachtung. Oberflächlich betrachtet reden wir von einem Virus, von einem Killer-Virus. So wird er uns verkauft jetzt seit inzwischen wie vielen Monaten? Ja, seit Mitte Februar. Und der tötet die Menschen. Und jetzt kann man lang darüber reden, ob das richtig ist oder falsch ist, so eine Aussage, ja. Aber wir wissen, dass ein Mosaikstein nach dem anderen aus diesem Bild herausgebrochen wurde. Ja? Also zum Beispiel wurde uns ja gesagt, ich werde das jetzt alles nicht nochmal wiederholen, ja? Aber nur Beispiele. Es wurde uns gesagt, ja, die Kliniken, die werden überlastet sein und da müssen wir deshalb flatten the curve. Ja? Wir müssen sehen, dass da die Entwicklung verlangsamt wird. Ja, passiert ist so gut wie nichts und jetzt haben wir in den Kliniken vielfach Kurzarbeit. Also, wann hat es denn das sowas gegeben, eine vergleichbare Situation? Und was für eine Art von Pandemie ist das, wenn wir nicht mal bisher, sogar nach offiziellen Angaben, 10.000 Menschen haben, die an dem angeblichen Killer-Virus gestorben sein sollen, wenn wir doch wissen, dass jeden Tag 2.500 Menschen in Deutschland zu ihrem Schöpfer heimgerufen werden. Also dann kann das doch nur sehr seltsam zugehen, oder? Was sagt ihr? Also das ist die Oberfläche. Naja, und mir selber war das relativ bald klar, da stimmt was nicht. Mir reichte ein einziges Video von Dr. Wodarg.
Ein einziges Video und dann kam relativ schnell der Professor Bhakti und dann war mir klar, das Ganze läuft in die und die Richtung und wir haben das alles schon mal erlebt bei der Schweinegrippe, oder? Und dann habe ich diesen Film, den man ja glücklicherweise noch sehen kann, nämlich Profiteure der Angst, der ja sogar in den offiziellen Medien erschienen war. Also wenn man sich das angeschaut hat und sieht, das ist eine Blaupause von dem, was wir gerade erleben, dann hat man doch eigentlich schon alles begriffen. Und doch tun sich die Menschen schwer. Warum? Wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dann merken wir halt, dass sie doch sehr stark unter dem kognitiven, also was die Informationen angeht, Einfluss der Mainstream-Medien stehen, aber vor allem auch unter dem emotionalen Einfluss. Und wo die emotionale Sperre einfach da ist, wo eine Mauer aus Emotionen da ist, da wird es dann schwer, in einen Dialog zu treten. Und das hat wahrscheinlich jeder von uns, die hier stehen, auch schon erlebt. Und jetzt geht es darum, dass wir uns mal überlegen, was können für Hintergründe sein. Und ein Hinweis darauf war dann schon am 12. April, als wir da über 9,5 Minuten in der Tagesschau einen Herrn erlebt haben, den manche vielleicht von ihrem Computer her kennen. Aber ansonsten, was dieser Mann mit medizinischer Fachkompetenz irgendwie zu tun haben soll, das erschließt sich mir bis heute nicht. Jedenfalls hat der uns dann dort lächelnd verkündet, ja, dann werden wir eben jetzt mit dem zu entwickelnden Impfstoff 7 Milliarden Menschen impfen. Und da haben wir irgendwie nicht so richtig verstanden, zu wem redet der da? Wen meint der da? Was hat der für Vorstellungen, dieser Mensch? Und dann wurde uns deutlich, dass da viel mehr dahinter steht. Und ich gehe mal davon aus, es hat der eine oder andere, vielleicht sogar viele von euch, das Video gesehen. Und zwar der schreckliche Plan des Weltwirtschaftsordnung. Des Weltwirtschaftsforums. Da gibt es eine Ärztin, die erklärt in 10 Minuten, was das Weltwirtschaftsforum mit uns allen vorhat. Und da ist Covid-19, also der Name der Krankheit, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird, der ist zufällig der Name für ein Projekt, das mit der ganzen Menschheit jetzt geplant ist. Das heißt, es gibt Menschen, die treffen sich im sogenannten Weltwirtschaftsforum und die beschließen, was in der ganzen Welt mit der ganzen Menschheit zu tun hat. Ich gehe mal davon aus, die können ihre Dinge beschließen, nur wir sind auch noch da, oder? Und wir werden uns das nicht gefallen lassen. Und wir werden auch jetzt immer weiter dagegen aufstehen. Und ich freue mich so riesig über jede Initiative, von der wir jetzt gerade auch wieder gehört haben, dass wir einfach die Menschen informieren. Ja, was planen diese Leute? Wir sollen also nicht nur geimpft werden, sondern wir sollen über diese Impfung, ihr wisst das alle, ja, aber ich sag's nochmal, wir sollen über diese Impfung digital gekennzeichnet werden. Also, da könnte man sagen, das ist alles Zukunftsmusik, aber auch da gibt es schon Realitäten. Und nicht nur feuchte Träume von solchen, ich nenne die jetzt mal Covidioten. Darf ich die so nennen? Diese Leute vom Weltwirtschaftsforum? Ich nenne diese Leute vom Weltwirtschaftsforum Covidioten, weil sie ein Projekt Covid-19 entwickelt haben und wollen uns das der ganzen Welt, der ganzen Menschheit aufdrücken. Das sind die Covidioten, oder nicht? So. Und dann wollen sie also jeden kennzeichnen. Digitale Identitäten schaffen, heißt das. Ja, und jetzt könnte man sagen, das sind nur Träume. Nein, man kann nachlesen, das steht uns allen zur Verfügung, dass in Bangladesch das bereits Realität geworden ist. Da gibt es einen entsprechenden zuständigen Minister und der hat ganz stolz an das World Economic Forum berichtet, er habe in Bangladesch bereits 100 Millionen digitale Identitäten geschaffen.
Das heißt, diese Menschen, ich frage mich, wie viele von den 100 Millionen sind gefragt worden, ob sie das gern möchten, ja, sind jetzt gekennzeichnet und stehen in einer Datenbank zur Verfügung. Ja, das ist das, was da passiert ist schon. Das ist also nicht mehr nur Idee, sondern das ist Realität. Und darf ich noch mal kurz zu diesem Telefonat, diesem bizarren Telefonat, das ich eingangs erwähnt habe, zurückkommen. Dann sagte der Betreffende auch, ja, und da gibt es ja viele Spinner, die da unterwegs sind und die dann denken, die ganze Welt soll irgendwie gechippt werden und dann gäbe es Menschen, die trinken Blut von Kindern, kleinen Kindern, die sie ermordet haben und Adrenochrom und Pipapo und das ist ja alles eine Spinnerei, wer sowas überhaupt denkt. Lieber Herr, ich spreche ja den Namen nicht aus, stellen Sie sich mal vor, es gäbe tatsächlich solche Menschen, die solche schrecklichen Dinge tun. Und stellen Sie sich mal vor, solche Menschen wären auch mit großem Vermögen ausgestattet, sodass sie in der Lage wären, das, was sie wollen, in der Welt zu kaufen. Und beispielsweise die gesamten Medien aufzukaufen, die wir so haben. Stellen Sie sich mal vor, das wäre möglich. Also die Schnittmenge derer, die solche verrückten Dinge nicht nur denken, sondern leider auch tun, und die Menge derer, die ganz viel Geld haben, diese Schnittmenge wäre nicht leer. Was wäre denn dann? Rein theoretisch überlegt. Und wenn es diese Schnittmenge gäbe, ja, welches Ziel hätten die dann? Würden die wollen, dass auf allen Marktplätzen über ihr Tun gesprochen wird? Oder würden die alles daran tun, mit ihren Medienmachtmitteln, die sie inzwischen haben, seit 20 Jahren eben erworben durch immer mehr Aufkaufen und Konzentrieren dieser Medien, würden sie alles tun, dass in den Medien verhindert wird, dass über diese Dinge überhaupt nur gesprochen wird? Also, wir können jetzt über all diese schrecklichen Details sprechen, aber das machen wir jetzt nicht, sondern da weiß ja jeder, wo er danach suchen kann. Da gibt es ganz, ganz tolle Quellen, Informationsquellen. Darf ich mal so zwei, drei nennen? Zum Beispiel der gute, ich glaube, er heißt Hirnstein von Lion Media. Also Lion Media, wer den Kanal nicht kennt, ich sehe manche nicken, ja, den möchte ich gerne empfehlen, weil er sehr sauber arbeitet und alles, was er sagt in diesen, ja, in diesem investigativen Journalismus, den er betreibt, ist mit Quellen belegt. Alles ist mit Quellen belegt. Das tollste Video ist jetzt ganz aktuell. Und zwar spricht er davon, dass leider der Herr Gates inzwischen offenbar, also leider für den Herrn Gates, auch Zweifel bekommen hat, ob er denn seine Planung auch wirklich durchsetzen kann. Nämlich mit der Entwicklung des sogenannten Impfstoffs sind ihm jetzt andere zuvorgekommen. Oh, wie bedauerlich ist denn das überhaupt, oder? Und dann wisst ihr, was der Herr Gates sagt? Ja, also für die Entwicklung eines Impfstoffs, da braucht man doch Zeit. Und da soll ja irgendwie was jetzt durchgepaukt werden von den Firmen da in den USA oder in Russland. Das machen die doch nur aus Kapitalinteresse. Also jetzt redet der Herr Gates plötzlich so, wie wir eigentlich schon seit Monaten sprechen, oder? Ist das nicht witzig? Und das wird dann süffisant, wird das von dem jungen Mann bei Lion Media in diesem Video beschrieben. Schaut euch das an, das aktuelle, ich weiß jetzt nicht den Namen. Und ein weiteres Detail noch, er zeigt dort ein Video von der Frau Clinton. Und die Frau Clinton, die schimpft dort wieder gegen den Trump und packt die alte, ich hätte es beinahe gesagt Lüge, aber das alte Narrativ von dieser Russland-Verbindung aus und sagt, ja, der wird ja wieder jetzt auch vor diesen Wahlen von Russland und wir wollen die Freiheit und der ist von Russland gesteuert. All diese Dinge werden dort behauptet, ohne belegt zu sein. Und das Interessante an dem Video ist folgende. Im Hintergrund sitzt ihr Mann.
Und ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat. Der Mann, wie der auf seine eigene Frau, wie der auf die Hillary schaut. Allein das ist schon eine Aussage darüber, das Ding ist durch dieses Projekt. Wir glauben euch nicht mehr und ihr habt keine Chance. Es ist wirklich, es passiert so viel. Auch auf der rechtlichen Ebene passiert jetzt gerade in den USA sehr viel. Und ich möchte auch nur noch eins erwähnen, nämlich diese Geschichte mit Dr. Füllmich. Ja, Dr. Füllmich hat dafür gesorgt, dass jetzt eine Sammelklage erhoben worden ist wegen des PCR-Testes. Das wird für Sie, Herr Dr. Drosten, ganz schön ungemütlich werden. Und wir haben da leider überhaupt kein Mitleid an der Stelle, sondern wir möchten gerne, dass das Ganze auch aufgeklärt wird. Und diejenigen, die jetzt Schadenersatzansprüche haben, und da reden wir nicht von Millionen, nicht von Milliarden, sondern von Billionen, das wird sehr unangenehm werden. Lass mich das nur kurz noch sagen, auch Dr. Füllmich erläutert das. Er sagt, man könnte natürlich jetzt argumentieren, letztlich zahlt es der deutsche Steuerzahler oder die Steuerzahler der Länder. Aber man sollte die Dinge nicht auf der Ebene betrachten. Denn die Alternative wäre, dass der Projektplan von diesen Machern tatsächlich umgesetzt würde und vor allen Dingen, dass eben diese Umverteilung von unten nach oben weiter stattfindet und dass eben ein großer, großer Kahlschlag für alle Unternehmen oder für viele mittelständische Unternehmen damit verbunden wäre. Und das würde die Arbeitslosigkeit von ganz vielen Menschen bedeuten. Dann ist es wohl besser, diesen anderen Weg zu gehen. Das ist so ungefähr die Antwort von Dr. Füllmich. Gut. Kommen wir noch kurz zum dritten Punkt, nämlich dem Menschenbild. Also, stellen wir uns mal vor, wir wachsen auf in einer ganz reichen Familie. Ganz reich. Da kommt's, also Milliarden ist überhaupt kein Thema. Und wir sind das nun Erbe in so einer reichen Familie und haben immer wieder gehört, ja, wir sind die, die sowas gebracht haben. Und das andere, die anderen alle, das sind die Habenichtse. Ist da die Versuchung möglicherweise sehr groß, auch für uns, wenn wir in so einer Situation aufgewachsen wären, dass wir dann sagen würden, naja, dann sind wir natürlich was Besseres, denn wir. Wir haben natürlich, dann sind wir auch mehr wert. Dann sind das andere, sind dann die Minderwertigen. Es könnte sich doch so entwickelt haben. Ich will für niemanden das behaupten. Ich sage nur, wie groß eine solche Versuchung ist, wenn sie seit Jahrzehnten, und da reden wir fast bei bestimmten Familien, Rockefeller, Rothschild, Warburg und so weiter, von einem Jahrhundert, wenn du also in bestimmten Strukturen aufwächst, ja, dann ist der Gedanke, dass andere sind die Minderwertigen und die Minderwertigen müssen wir reduzieren. Dieser Gedanke, der kommt dann irgendwann mal. Bitte? Ja. Okay, also wir denken, hier liegt der Hase im Pfeffer, ihr Lieben. Nämlich, dass hier Bevölkerungsreduktion geplant ist, die auch ganz unverhohlen zum Ausdruck gegeben wird. 2010 hat dieser Herr Gates gesagt, wenn wir den Job bei den Impfstoffen gut machen, und manche sehe ich nicken, wenn ich den Satz anfange, dann werden wir die Bevölkerung in der Welt so um 10-15% reduziert bekommen. Also er spricht ganz unverhohlen aus, er hat Eugenikpläne. Und wer von euch nicht weiß, was Eugenik ist, das ist genau dieser Gedanke, dass jemand sagt, ich kann festlegen, was lebenswertes Leben ist und ich weiß, was lebensunwertes Leben ist und deshalb lege ich fest, wer hier leben darf und wer nicht leben darf. Das ist Eugenik. Und wir haben eure Pläne durchschaut und inzwischen ist es schon fast langweilig. Ihr werdet damit nicht durchkommen. Lass mich noch kurz zu Ende sprechen. Genau. Also, wenn jetzt jemand sagt, das kannst du doch gar nicht alles belegen. Doch, alles, was ich bisher gesagt habe, darüber gibt es Belege. Und der Herr Gates war ja sogar bei Herrn Lanz, glaube ich, oder wo war er? Und ist dort befragt worden, ja, und er hat ihn danach gefragt. Und die Antwort, die der Gates in dieser Sendung gegeben hat, diese Art, wie er geantwortet hat, die hat Bände gesprochen.
Also, wir reden jetzt genau über das, was im Hintergrund ist, nämlich was für ein Bild vom Menschen steht da im Hintergrund. Ist das Bild vom Menschen das, dass man sagt, okay, der Mensch ist sowas wie ein fortentwickeltes Tier? Okay? Könnte man eigentlich drauf kommen, oder? Der Mensch ist sowas wie ein Tier, das ist einfach nur weiterentwickelt. Ja, da hat sich dann irgendwann auch sowas wie Rationalität, Vernunft herausgebildet und einfach ist er nur weiterentwickelt, so vom Affen, ist einfach weiterentwickelt. Ihr Lieben, ich will jetzt nicht in die Diskussion um die Evolutionstheorie einsteigen, das brauchen wir auch gar nicht. Ich möchte nur Folgendes sagen, es gibt nicht nur eine Religion, sondern es gibt mehrere Religionen, die in ihrer Gesamtheit einen ziemlichen Anteil in der ganzen Weltbevölkerung ausmachen. Und die sagen darauf, das ist Quatsch. Der Mensch ist das Ergebnis eines bewussten Schöpfungsaktes. Es gibt jemanden, der hat gewollt, dass es den Menschen gibt. Und zwar aus Liebe hat er ihn, den Menschen, geschaffen. Jeden einzelnen von uns. Und das ist unser Menschenbild. Und da rede ich jetzt nicht, ob jüdisch, christlich, muslimisch oder wie auch immer. Und das Interessante ist auch, sogar Menschen, die ja gar nicht von der Schöpfungsvorstellung herkommen, die sind Esoterik mehr, die sind jetzt sogar mit uns in einem Boot. Und das ist das Entscheidende, dass jetzt quer über alle Religionen hinweg die Einheit da ist und das allein gibt Kraft und Mut. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich danke also auch, dass ihr durch den Beifall eure Zustimmung zum Ausdruck gebt. Denn es wird ja keiner gezwungen, dieses Menschenbild anzunehmen. Also niemand braucht für sich eine Erklärung unterschreiben. Ich glaube, dass es den Schöpfer gibt und dass er die Menschen gewollt hat. Das muss niemand unterschreiben, versteht ihr? Aber die letzten 2000 Jahre ist die Menschheit ziemlich gut damit gefahren, dass es eben, sagen wir mal, eine gewisse gemeinsame Überzeugung gab. Und die, die dann sagten, nein, ich bin bewusster Atheist, ich glaube nicht an Gott, die konnten gut damit auch leben und umgehen. Und das war doch ein bisschen ein Arrangement, mit dem wir alle klargekommen sind, oder? Seht ihr, es wird niemand zu irgendwas gezwungen und schon gar nicht zum Impfen. Da sind wir fest davon überzeugt. Da werden jetzt einige sehr spannende Dinge passieren. Ich möchte euch zum Abschluss noch zeigen, was dieses Menschenbild, über das wir jetzt kurz gesprochen haben, da könnte man ein Seminar darüber halten, natürlich über das Stichwort Menschenbild, was dieses Menschenbild auch bedeutet. Und zwar, was ist eigentlich Liebe? Da könnte man sagen, Liebe ist sowas wie, ja, Gefühl, ganz viele Gefühle. Dass Gefühle zur Liebe dazugehören, wissen wir. Aber es gibt jetzt zum Beispiel einen Menschen, und davon vielleicht auch mehrere, von dem Beispiel, das ich jetzt sage. Da gibt es einen Menschen, der ist verheiratet. Und da gibt es Krach in der Ehe, wie das häufiger so ist. Naja, und dann trennt sich der Partner. Dann ist, nehmen wir mal das Beispiel, dann ist die Frau weg. So, er aber, für ihn hat im Herzen niemand anderes. Da im Herzen ist kein Platz für eine andere Frau. Solche Menschen gibt's. Und das dauert jetzt Jahre. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Film gesehen, Das größte Geschenk? Bitte mal Handzeichen. Das größte Geschenk. Da geht es zum Beispiel um solche Dinge. Was macht Vergebung mit uns, mit unserem Herzen? Und wie hat Vergebung, was hat das für Auswirkungen? Der Film heißt Das größte Geschenk. Und da ist die Rede dann von einem Ehepaar, das hat 5 Jahre gedauert und dann waren die wieder zusammen. Okay? Und dieses Menschenbild, diese Einzigartigkeit des Menschen. Ich kenne nur dich, ich habe nur dich und für mich gibt es niemand anderen. Diese Einzigartigkeit, die kommt zum Ausdruck in einem Lied, das wir jetzt miteinander zum Abschluss uns noch betrachten. Und wer es kann, der darf es mitsingen, die anderen dürfen gern klatschen. Vergiss es nie. Dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie. Dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls.
keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Langhans. Vielen Dank. Hallo. Also einige werden mich kennen. Ich bin der Andi. Das ist meine Tochter Melli. Ja, den Text habe ich mir gestern ausgedruckt. Und das Ganze wird unter Umständen nicht ganz so gut wie vorhin von der, wie heißt sie? Gabriele. Ja, mit Norma habe ich es nicht so. Ich bin schon froh, dass ich meinen eigenen kenne. Ja, kann sein, es wird ein bisschen holprig. Gib Gas! Ich gebe alles! Bis vor kurzem ging's uns gut. Jedenfalls so einigermaßen. Es gab wenig Grund zur Wut. Sogar einiges zum Spaßen. Doch das änderte sich schnell. Wie ein Geier überm Hühnerstall kam die Angst ganz laut und schnell, führte uns hin zum Maskenball. Hinter den Masken müssen die Ängste wohl grenzenlos sein. Alle Panik, alle Sorgen, sagt man, bleiben dahinter verborgen, oh Mann. Dann wird, was uns völlig irre erscheint, plötzlich richtig und fein. Ich sah vieles hier und dort, ganz besonders im TV. Ich bin immer mehr verbraucht. Fühl mich astral und grau. Stimmt sogar. Mit dem Mundschutz lauf ich rum. Masken auf und seh ich leide. Und ich atme schwer und stumm. Es sind Freunde oder Feinde. Hinter den Masken müssen die Ängste wohl grenzenlos sein. Alle Panik, alle Sorgen, sagt man, bleiben dahinter verborgen, oh Mann. Dann wird, was uns völlig irre erscheint, plötzlich richtig
und frei. Die Frage ist, was können wir tun? Warten, bis der Stoff da ist. Oder sollen wir nicht mehr rum? Bis allem, was weiß. Und das heißt ganz einfach jetzt. Lassen wir uns nicht mehr belügen. Werf die blöden Masken weg. Voller Kraft und mit Vergnügen. Denn ohne die Masken wird die Freiheit dann grenzenlos sein. Alle Träume verborgen sieht man. Bleib nicht mehr verborgen und dann wird, was uns völlig irre erscheint, plötzlich lichtig und klein. Ohne die Masken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Völlig irre erscheint, plötzlich nichtig und klein. Vielen Dank. Ihr Lieben, vielen Dank für diesen wunderschönen Beitrag. Zum Thema Masken. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Hinweise zur Verwendung des Mund-Nasen-Schutzes, zum Beispiel selbst hergestellte Masken, Community- oder Do-It-Your-Own-Masken. Die Schutzwirkung von diesen ist in der Regel nicht nachgewiesen. Ein Appell an alle Menschen, die sich wirklich schützen möchten, weil sie Risikopatienten sind oder im fortgeschrittenen Alter. Bitte schützt euch richtig mit den FFP1 bis 3 Masken. Diese sind wirklich virenundurchlässig. Alle anderen nicht. Ich darf jetzt unsere Tina Romdani ankündigen. Vielen schönen Dank, dass du heute hier bist. Hallo Gmünd. So, lange Sommerpause, ne? Mein Name ist Tina Romdani. Ich bin die Schnittstelle für alle Eltern, Elternvereine und Elterninitiativen bei Klagepaten EU. Ziel von uns Klagepaten ist es, euch aufzuklären bezüglich der Corona-Thematik. Die Worte Eigenermächtigung und Augenhöhe stehen bei uns im Mittelpunkt für eure Kommunikation mit Schulen, Ämtern, Behörden und gegebenenfalls eine Begleitung auf dem Klageweg. Das heißt, ihr findet unter Klagepaten EU oder auf Telegram unter @klagepaten oder Klagepaten Elterninfo auf YouTube immer aktuelle Informationen, Videos, Erläuterungen über eure Rechte. Dazu erhaltet ihr Infomaterial, Musterschreiben bezüglich Maskenbefreiung, PCR-Testverweigerung, Informationspakete zur Aufklärung an Schulen unter anderem. Sucht mit diesen Paketen den Diskurs bei euch in den Schulen.
Auch für Lehrer gibt es Informationen bezüglich ihres Remonstrationsrechts. So, die Schule hat begonnen in Deutschland. Und wir waren alle geschockt, dass in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern die Kinder unter den Masken Kreislaufzusammenbrüche erlebt haben und per Krankenwagen aus den Schulen geholt wurden. In Bayern benutzt ein Lehrer die Maske als Züchtigungsmittel. Immer wenn ihm die Klasse zu laut ist, lässt er die Kinder die Maske tragen, bis sie wieder leise sind. Sportunterricht in der prallen Sonne, die Folgen: Erbrechen und Kopfschmerzen. Die Aussage der Lehrerin, dann müssen die Kinder halt mehr eigenverantwortlich handeln. Lautsprecherdurchsagen mehrfach am Tag an Schulen, dass man Maske tragen soll, wenn man nicht mitverantwortlich sein will, dass die ganze Schule in Quarantäne muss. Aber nein, das ist kein Einschüchtern, das ist kein Drohen, das ist keine Manipulation, das ist maximal ein Äußern von Wünschen. Und es ist der ganz normale Wahnsinn an Schulen in Deutschland 2020. Testzentren, die eingerichtet werden von heute auf morgen vor Schulen, Eltern, die mit der Tatsache überrollt und konfrontiert werden, sich gar nicht schnell genug Rechtsberatung suchen können. Kinder, die ohne Wissen, ohne Einwilligung der Eltern getestet werden. Grundschüler, die ganz alleine mehrfach Testungen über sich ergehen lassen müssen. Lehrer, die die Hände der weinenden Kinder halten. Kinder, die versuchen, aus dem Fenster der Schule abzuhauen, um der Situation zu entgehen. Nur um das Ergebnis zu haben, dass es einen absoluten Vertrauensbruch und Vertrauensverlust bei den Kindern in ihre Schule und in ihre Lehrer gibt. Wie soll das aufgearbeitet werden? Wie sollen diese Kinder jemals wieder beruhigt und ohne Angst mit vollem Vertrauen zu ihren Lehrern kommen? Jetzt zu Baden-Württemberg. Die Schule hat gerade mal eine Woche begonnen. Und am Montag stand mein Telefon nicht still. Schulen, die auf eigene Faust Maskenpflicht im Unterricht durchsetzen, negativ getestete Kinder, die in der Schule mit Armbändern markiert werden, Eltern, die sich an Elternabenden nicht trauen, da die Lehrer und Rektoren durch ihre Körpersprache ganz klar zu verstehen geben, in diesem Bereich sind keine Fragen erwünscht. Und die Paralleljustiz macht auch nicht vor dem Ostalbkreis Halt. In Bopfingen an der Schule, an der IPF, wie hieß sie, gibt es an der Grundschule Masken. Hier in Schwäbisch Gmünd ist das auch der Fall. Monika Hölzle, stellvertretende Referatsleitung des Kultusministeriums Baden-Württemberg schreibt, ich zitiere, nach den Vorgaben des Kultusministeriums gibt es an der Grundschule keine Maskenpflicht. Daran ist auch eine Gesamtlehrerkonferenz gebunden. Sie kann auch keine Empfehlung beschließen, weil dadurch indirekt Druck ausgeübt wird, doch eine Maske zu tragen. Obwohl das Kultusministerium in Stuttgart so klare Worte findet und die Schulen informiert sind, dass es keine Empfehlung geben darf, die Maske an Grundschulen zu tragen, ist es an der Gmünder U-Landschule und hier in Gmünd an der Römerschule doch eingeführt. Es wird nicht nur dringend empfohlen, sondern zum Teil auch Angst geschürt und das Tragen der Masken und dessen Folgen verharmlost. Ein Rektor sagte den Eltern ganz klar, dass die Studie, auf die sich unsere Frau Dr. Eisenmann beruft, warum die Kinder an den Grundschulen keine Masken tragen müssen, widerlegt sei und dass sich die Kultusministerin irre. Ich frage mich, hat dieser Rektor die Studie gelesen? Und wenn dieser Rektor mich jetzt sieht,
bitte schickt mir die Widerlegung zu. Es würde mich interessieren. Das heißt, der Rektor, der die direkte Bezugsperson der Kinder und der Eltern ist, sagt, dass seine Dienstherrin nicht korrekte Informationen im ganzen Bundesland verstreut. Interessant. Folge des Ganzen, hier tragen 6-jährige Maske. In der Pause, auf den Gängen, beim Spielen, beim Rennen. So sieht Schulstart aus in Schwäbisch Gmünd. Für Diskussion und Erklärung mit den Eltern ist keine Zeit. Ein Elternteil fragt, es ist schon sehr irritierend, dass Singen verboten ist, aber Sportunterricht mit Ball und Mannschaftsspielen eng miteinander in der Gruppe ist erlaubt. Auf Antworten kann man warten. Wann beginnt bitte wer zu hinterfragen? Und was ist mit den Trägern der Schule? Wissen die Träger, dass an ihren Schulen über die Verordnung hinaus sogar ganz klar gegen die Anweisungen des Kultusministeriums gehandelt wird? Wäre es nicht an der Zeit, die Kinder in einen angstfreien Schulalltag zu entlassen? Und wäre es nicht an der Zeit, dass die Schulträger dieser Paralleljustiz ein Ende bereiten? Und meine Frage an die Schulträger, wer haftet, wenn unseren Kindern etwas passiert? Wird das auf den Rücken der Lehrer abgeladen, die unsere Kinder jeden Tag betreuen? Da hätte ich gern mal eine offizielle Antwort. Bisher habe ich keine bekommen. Wie hätten Eltern, Lehrer, Rektoren, Schulträger vor Corona reagiert bei all dem? Wenn Kinder markiert und gekennzeichnet werden, der Zahnarzt durfte nicht einmal in den Mund unserer Kinder schauen, ohne eine schriftliche Einwilligung der Eltern. Jetzt werden sie getestet und wenn die Eltern Recht wollen, müssen sie im Nachgang klagen. Hätten Schulen die Kinder zu übertriebenen Schutzmaßnahmen gegen Anweisung des Kultusministeriums gezwungen oder dahingehend manipuliert, wäre das in Ordnung gewesen vor Corona? Interessanter Virus. Das Wiesbadener Verwaltungsgericht fällt das Urteil, dass das Tragen der Masken nicht dringend empfohlen werden darf. Das Gericht begründet wie folgt: Die dringende Empfehlung könne bei Schülern die Befürchtung hervorrufen, dass sie durch den Verzicht auf die Maske benachteiligt werden könnten. Demnach sollte es nicht die Regel sein, eine Maske zu tragen, sondern eher der Ausnahmefall. Geht auf die Webseiten aller Schulen, schaut, was wird dort gemacht, wird über die Verordnung hinaus Paralleljustiz gelebt. Prüft das, ermächtigt euch selbst, schreibt. Wir dürfen sagen, wir dürfen fragen, wir dürfen immer höflich und offen in einen Diskurs gehen. Schreibt die Schulen an, schreibt die Schulträger an, schreibt die Schulämter an, schreibt das Kultusministerium an und schreibt die Presse an. Setzt jeden dieser 5 Säulen, nenne ich es mal, in euren Verteiler. Zeigt, dass die Fragen da sind in der Bevölkerung. Zeigt, dass die Sorge da ist um unsere Kinder. Heute ist die Rems-Zeitung wieder am Start und ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Rems-Zeitung vielleicht mal mit den Gmündern, Schulträgern in Verbindung setzt und in den kommenden Wochen hierüber einen informativen Artikel abdruckt. Ja.
Am 25.09. ist unsere Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann in der zweiten Klasse der U-Land-Schule in Stuttgart. Hier wird auch gegen die Vorgabe Maske getragen. Ich bin jetzt gespannt, ob die Kinder an diesem einen besonderen Tag die Erlaubnis bekommen, die Maske doch nicht tragen zu müssen. Oder wie unsere Kultusministerin reagiert, wenn sie über den Schulhof läuft und sieht, dass Kinder in der ersten und in der zweiten Klasse ach so brav und ach mit so viel Freude plötzlich Maske tragen. Wichtige Informationen sind, wir haben in Baden-Württemberg den Artikel 3 Absatz 2 der Corona-Verordnung. Niemand muss Maske tragen, wenn er gesundheitliche oder sonstige Gründe hat. Es steht nichts von einer Attestpflicht drin, auch wenn das die Schulen machen. Und wenn man das Attest an der Schule vorzeigt, genügt ein Vorzeigen. Das hat der Landesdatenschutzbeauftragte von Hessen und Bayern auch schon in einem Schreiben bestätigt. Und ich kann es nur noch mal sagen, Leute, Eigenermächtigung bedeutet, ihr ermächtigt euch selbst. Ihr sagt euch, ich darf. Natürlich im Sinne unserer Bewegung, in einem friedlichen, offenen, liebevollen Diskurs. Geht an die Schulen, geht an die Träger, geht an die Presse. Zeigt doch der Welt und zeigt euren Gemeinden und Städten, dass es diese Fragen gibt, und zwar in der breiten Masse. Ich bedanke mich bei euch. Und ich bedanke mich bei all denen, die auf mich zukommen und mir von so tollen Aktionen berichten, wie eben der Michael oder wie Eltern, die sagen, nein, jetzt schreiben wir alle an. Informiert die Elternbeiräte, lasst euch aufstellen als Elternbeiräte. So ist der Diskurs gewahrt. Dann machen wir es anders als unsere Bundesregierung. Dann haben wir jemanden, der in beide Richtungen eine Brücke schlagen kann, an jeder Schule. Das wäre mein Traum. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und ich bedanke mich für diese Wirkraft, die wir leben. Bitte schaut rein bei Klagepaten und auch wir Klagepaten bedanken euch herzlich für die Unterstützung. Allein was wir an Infomaterial, an Schriftstücken zugesendet bekommen, auch was an Spenden bei uns eingeht, dass wir das Ganze, was derzeit noch auf Ehrenamt läuft, auch so weitermachen können. Vielen Dank. Liebe Tina, vielen, vielen Dank für deine wahren und so wichtigen Worte. Es geht um unsere Kinder. Ich möchte Ihnen jetzt Herrn Dr. Edrich, Allgemeinmediziner aus Heidenheim, vorstellen. Er wird zum Thema sprechen, Corona, die Krönung der totalen Fremdbestimmung oder der Beginn des selbstbestimmten Menschen. Und nachdem Herr Dr. Edrich Arzt ist in laufender Praxis, hätte ich noch gern eine Frage zu diesem PCR-Test. Gibt es eine ungefähre Angabe in Prozent, wie falsch positiv die Ergebnisse sind? Also es gab bereits vor 3 Monaten eine offizielle Angabe im Deutschen Ärzteblatt. Ich will aber gleich dazu sagen, dass die wahrscheinlich heute nicht mehr relevant ist, weil die sogenannte, der positive prädiktive Wert, also die Vorhersagekraft dieses Werts, das heißt die Wahrscheinlichkeit, wie dass ein Test, der positiv ist, tatsächlich eine Krankheit anzeigt, die hängt von der sogenannten Krankheitsprävalenz ab. Das heißt, wenn die Krankheit seltener wird, dann wird die Vorhersage immer unsicherer. Und es ist so, vor 3 Monaten hat das Deutsche Ärzteblatt schon geschrieben, 2, 3 Monaten, genau weiß ich nicht, 70% aller Tests sind definitiv falsch positiv. Das war die Situation vor 2, 3 Monaten. Das Deutsche Ärzteblatt hat sogar damals konstatiert, es kann doch nicht sein, dass wir 10 Menschen, die positiv getestet sind, einsperren, beziehungsweise es hieß dort in Quarantäne schicken, wovon 7 definitiv falsch positiv sind. Das war eine ganz klare Aussage des Deutschen Ärzteblatts. Im Moment
Im Moment müssen wir meiner Meinung nach davon ausgehen, weil die Prävalenz der Krankheit erheblich gesunken ist in den letzten 2-3 Monaten, dass wir vermutlich einen positiven, prädiktiven Wert von maximal 10%, das heißt nur 10% aller Testergebnisse, die positiv sind, zeigen überhaupt irgendeine relevante Krankheit an. Und bezüglich dieses Wertes werden unsere Kinder in Quarantäne geschickt und die zweite Welle generiert. Vielen Dank. So, also, liebe Gmünder Mitstreiter, vergangenen Samstag war ich auf der Corona-Kundgebung in München. Obwohl insgesamt eine konzentrierte Atmosphäre bestand und sich die einzelnen Polizisten in weiten Teilen fair und menschlich verhielten, kam es dort zu einem Ereignis, welches mich tief erschütterte. Rolf Krohn, ein ärztlicher Kollege aus Bayern, den sein ärztliches Ehrgefühl dazu bewegt, Menschen und vor allem Kinder, die unter der Maske leiden, die medizinische Unzumutbarkeit zu attestieren, wurde für diese Hilfestellung verhaftet, unter entwürdigenden Bedingungen nackt von einigen Beamten untersucht und wegen angeblicher Falschattestierungen strafrechtlich angezeigt. Auf der Demo stand auch ein kleines Mädchen auf der Bühne und sagte: Jetzt weiß ich auch, warum das Corona heißt. Corona ist doch die Krone. Das ist also die Krone, die sich die Mächtigen dieser Welt selber aufsetzen wollen. Ja, dass es diesen Mächtigen offensichtlich nicht genehm ist, wenn Ärzte Menschen vor dem Übergriff eines zunehmend autoritären Systems zu schützen suchen, ist deutlich. Dass diese Mächtigen aber in so menschenverachtender, schamloser und unrechtmäßiger Art einen Arzt diffamieren, der sich für andere Menschen und deren Gesundheit und Würde einsetzt, entsetzt mich zutiefst. Corona ist offensichtlich eine Krise und eine Macht, die dem Menschen die Selbstbestimmung und damit auch seine Würde rauben will. So wie man uns glauben machen will, wir seien auf staatliche Schutzmaßnahmen angewiesen, um diesen angeblich so gefährlichen Virus zu überwinden, so will man uns auch immer mehr glauben machen, dass nur eine Autorität wie der Staat, die Wissenschaft etc. die Fähigkeit habe, für uns zu sorgen. Du bist nichts, die Autorität ist alles. So lautet der Slogan der Zeit. Corona macht aber damit einen Irrgedanken sichtbar, der schon lange in der Menschheit lebt. Es ist der Gedanke, dass der Mensch niemals zu einer verantwortlichen Selbstbestimmung gelangen könne und immer auf die autoritäre Führung einer Elite angewiesen ist, die ihn zu seinem Glück zwingen müsse. Der englische Philosoph Thomas Hobbes brachte bereits im 17. Jahrhundert in seinem Buch Leviathan folgendes Menschenbild zum Ausdruck. Der Mensch ist ein durch Egoismus geprägtes Wesen, welches über kurz oder lange sich selber bekämpfen würde, wenn man ihn seinem eigenen Wesen überlässt. Hobbes prognostizierte deshalb für die Zukunft den Kampf aller gegen aller, sollte es nicht einer Elite gelingen, die absolute Führung der Menschheit zum Wohle aller zu erlangen. Die autoritäre Weltführung durch eine selbsternannte Elite erschien für Hobbes der einzige Ausweg, um den Kampf aller gegen alle zu verhindern. Hobbes Utopie jedoch ist mitsamt des ihr zugrunde liegenden Menschenbildes in sich gänzlich unlogisch. Wenn tatsächlich der Mensch nicht in der Lage ist, sich so zu entwickeln, dass er selbstbestimmt und verantwortungsvoll handeln kann, wie soll dann jene Elite verantwortungsvoll handeln? Wird nicht gerade sie, wenn sie Macht über andere Menschen hat, in höchster und exzessivster Weise ihre Egoismen auf Kosten der übrigen Menschen ausleben? Hat uns nicht eben dies die Geschichte bereits wiederholt bis zur grausamsten Brutalität vorgelebt? Trotz der inneren Unlogik lebt aber dieses geist- und würdelose Menschenbild allgegenwärtig in uns. Die materialistische, naturwissenschaftliche Weltanschauung, die Evolutionstheorie und selbst weite Teile der Psychologie denken den Menschen als ein von einem Trieb zur Egoität und Selbsterhaltung bestimmtes Wesen ohne geistige Freiheit,
und damit bestenfalls, wie Daniel Langhals auch schon gesagt hat, als einen intelligenteren Affen. Solange wir aber so von uns selber denken, sind wir der Leviathan von Thomas Hobbes, sind der Leviathan von Thomas Hobbes und damit auch Corona und die in diesem Zusammenhang beobachteten zunehmenden autoritären Strukturen eigentlich nur eine konsequente und logische Folge unseres Menschenbildes. So stellt sich durch Corona die Frage, kann nicht der Einzelne sich durch eine geistig-seelische Arbeit so entwickeln, dass er sich um jene Krone, von der dieses Mädchen gesprochen hat, selber in einer Weise verdient macht, die ihn zum selbstbestimmten und verantwortungsvollen Souverän über sich selbst führt? In verschiedenen Vorträgen habe ich dargelegt, wie die Lüge, Corona sei eine verheerende Krankheit und könne nur durch Social Distancing überwunden werden, den Menschen aufgrund der Aggressivität, mit der sie wiederholt wird, unweigerlich besetzt, wenn er sie nicht bearbeitet. Ich habe ausgearbeitet, wie jene Lüge ihm immer mehr Angst macht, bis sie dadurch zuletzt sein Immunsystem so aushöhlt, dass Krankheiten, Tore und Türen geöffnet werden. Die allermeisten Toten, die mit einem positiven Corona-Test gestorben sind, sind bei genauerer Analyse nicht Opfer des Virus, sondern Opfer der Angst vor demselben sowie der aus dieser Angst geborenen irrationalen, zerstörerischen Maßnahmen. So lehrt uns Corona, wenn wir es nur konsequent genug bearbeiten, dass es der menschliche Geist ist, welcher letztlich über Krankheit und Gesundheit in uns entscheidet. So wie wir denken, fühlen und handeln, so wirken wir auf unseren Organismus. Denken wir Unwahrheiten, die von anderen Menschen in manipulativer Absicht in die Welt gesetzt werden und nehmen diese unbewusst in uns auf, so besetzen sie unser Denken als Lüge, unser Fühlen mit Angst und treiben uns im Handeln zu irrationalen Fehlern, die Krankheiten und Zerstörung nach sich ziehen. So wissen wir heute, dass der Lockdown, der weltweit eine verheerende Wirkung auf das Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsleben hat, ein Vielfaches an Toten fordern wird, als je Menschen mit einem positiven Corona-Test gestorben sind. Wenn wir aber durch das Aufnehmen von Lügen und Ängsten derart in Zerstörung und Krankheit getrieben werden können, müsste es nicht ebenso möglich sein, diese Lügen so zu bearbeiten, dass dadurch Krankheit und Zerstörung überwunden werden können? Als Arzt beschäftige ich mich schon lange mit den geistig-seelischen Hintergründen von Krankheiten, wie sie von Paracelsus, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Samuel Hahnemann, Rudolf Steiner, Heinz Grill, Clemens Kubi und vielen, vielen anderen beschrieben und erforscht wurden. All diese Forscher und Denker teilen eines gemeinsam, nämlich die Auffassung, dass im therapeutischen Prozess der richtige in Beziehung zum Patienten stehende Gedanke, die richtige Idee des Therapeuten wichtiger ist als das materielle Heilmittel selbst. Sollte es also nicht möglich sein, durch die richtigen Erkenntnisse, Gedanken und Worte dem Menschen zu einer Selbstheilung und Selbsterkraftung zu verhelfen? Je mehr man sich mit dieser Frage beschäftigt und die dahingehenden Forschungsergebnisse studiert, desto mehr realisiert man, jeder Gedanke, der vom Menschen ausgeht, sei er lügenhaft oder sei er wahr, setzt auch eine reale, negative oder positive Wirkung frei, sodass Krankheiten, welche durch lügenhafte Gedanken ausgelöst wurden, durch eine Überwindung dieser Lügen auch überwunden werden können. Anhand eines aus Gründen der Schweigepflicht etwas entfremdeten Fallbeispiels will ich Ihnen darlegen, was ich damit meine. Eine Frau hatte Kontakt mit einem Corona-positiv getesteten Menschen. In der Folge wird sie vom Gesundheitsamt heimgesucht. In voller Schutzmontur rücken diese im Vorgarten an und zitieren sie zum Zwangsabstrich an die Türe. Die Nachbarn stehen umher und gaffen. Beinahe hämisch ruft man ihr zu. Das habe man davon, wenn man so viel in der Gegend herumstreue, statt wie es sich gehöre, zu Hause zu bleiben. Am Abend ist die Frau schwer krank, hohes Fieber, Kopf-, Gliederschmerzen, trockener Husten. Nun ist es soweit, denkt sie. Vielleicht muss ich sterben. Sie ruft mich an, was nun zu tun sei.
In einem langen Gespräch versuche ich Sie langsam und mühsam aus Ihrem Trauma herauszuholen. Die Ereignisse des Tages haben Sie tief erschüttert, sodass ich Sie kaum mehr wiedererkenne. Ich erkläre ihr die absolute Irrationalität jener Maßnahmen, erzähle ihr von der fehlenden Glaubwürdigkeit des Drosten-Tests, von Zahlenmanipulationen, mit denen Krankheitsfälle künstlich durch die Erhöhung der Testzahlen nach oben gepusht werden und von Methoden der Suggestion, wie man Menschen durch Bilder von Särgen so in die Angst treiben kann, dass sie erkranken oder durch entsprechende Nocebo-Effekte sogar versterben können. Kurz, ich erkläre ihr, dass ihre Krankheit nicht von Corona käme, sondern alleine die Wirkung ihrer Angst sei und auch durch Überwindung derselben überwunden werden könne. Am Ende des langen Gespräches atmet die Patientin auf und es geht ihr schon besser. Ich sage ihr, sie bräuchte therapeutisch nichts weiter unternehmen, als die Lügenhaftigkeit und Irrationalität des ganzen Corona-Hypes einmal ganz klar ins Bewusstsein zu nehmen und erkläre ihr, ich sei sicher, dass ihre Gesundheit dann rasch besser werden würde. Täglich suche ich nun das Gespräch mit ihr. Der Zustand bessert sich ohne weitere Therapie sehr rasch. Schon nach 2 Tagen ist die Patientin gänzlich symptomfrei. Als am folgenden Tag das Ergebnis des Tests negativ ausfällt, ruft sie mich erleichtert und dankbar an. Dankbar, weil ich ihr die Augen geöffnet hatte und sie sich dadurch von den zerstörerischen Wirkungen der Lüge befreien konnte. Von diesem Tag an stellt sie sich mutig gegen den Strom, recherchiert unermüdlich über Corona, deckt eine Lüge nach der anderen auf und macht sich Gedanken über neuere und bessere Gesellschaftsformen. Sie ermutigt andere Menschen, dasselbe zu tun. Wie viele Menschen hat sie inzwischen durch ihre Haltung zu einer neuen psychischen und immunologischen Stabilität verholfen und vielleicht gar dadurch ähnliche Fälle wie den ihren verhindert? Meines Erachtens mindestens 1 Dutzend. Wir sehen an dieser Geschichte, wie die Lüge und Erniedrigung, mit der die Frau von Seiten des Gesundheitsamts, aber auch der Nachbarn konfrontiert worden war, sie krank gemacht und in ein Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins hineingetrieben hatte. Indem wir aber eine krankmachende, in uns wirksame Lüge erkennen und durch eine konkrete Handlungsmöglichkeit, in diesem Fall die bewusste Auseinandersetzung mit der Corona-Lüge, ersetzen, verlassen wir die Suggestion der Ohnmacht und richten uns selbst durch eine eigenständige Auseinandersetzung mit der Lüge zu unserer Würde auf. Würde heißt ja nichts anderes, als uns für das, was wir als wahr, schön und gut erkannt haben, mit ganzer Seele einzusetzen. So sehen wir, ein falscher Gedanke macht uns krank, er lähmt die Gefühle, überfremdet unsere Handlungen. Der richtige, wahrhaftige Gedanke aber macht uns frei, schön und unsere Handlungen richtig und gut. Corona will uns also lehren, dass unsere Gedanken wirken und dass wir sie selber, die Verantwortung für diese, übernehmen können. Wenn sie unwahr, hässlich oder unmoralisch sind, wirken sie zerstörerisch. Jeder kennt das. Wir alle fühlen etwas, was in dieser Welt nicht stimmt. Alle haben wir einen Wahrheitssinn. Unser Herz sagt, da stimmt etwas nicht. Dieses Gefühl, welches beim einen klarer, beim anderen noch unklarer lebt, ist es doch, was uns auch heute hier miteinander vereint. Auch die anderen Menschen, die heute nicht hier sind, fühlen letztlich, dass etwas nicht stimmt. Aber was ist der Unterschied zu uns hier und heute? Wir nehmen dieses Gefühl ernst und gehen ihm nach, obwohl wir fühlen, dass wir dadurch, wie Jürgen Fliege in München auf der Bühne sagte, zum Heretiker werden, zum Covidioten, gehen wir diesem Gefühl nach. Wir also nehmen dieses Opfer auf uns. Aus welchem Motiv? Im besten Falle aus Liebe zu unserem eigenen Wahrheitssinn und damit aus Liebe zur Wahrheit selbst. Jene anderen Menschen aber, die heute nicht hier unter uns sind oder unsere Demonstrationen vielleicht sogar ablehnen, was machen jene mit ihrem Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt? Auch sie haben das einmal mehr oder minder bewusst wahrgenommen, aber etwas hat sich in ihr Bewusstsein
wie eine Ratte, die jenes zernagen will, hineingeschlichen und sagte: Du fühlst etwas, aber wenn du das ernst nimmst, dann musst du die Konsequenz tragen. Du wirst Freunde verlieren, vielleicht deinen Job, vielleicht Verleumdungen, Strafen oder gar Freiheitsentzug hinnehmen müssen. Du wirst den Schutz des Kollektivs verlieren und musst dich künftig ganz auf dein eigenes Denken verlassen. Das aber ist mir zu heikel, das ist mir zu anstrengend, zu gefährlich, das lasse ich lieber. Indem wir aber so fühlen, übergehen wir etwas, was unser innerstes Gewissen und unser Wahrheitssinn ist und lassen dadurch unser eigentliches menschliches Wesen von jener Ratte zernagen. Indem wir der Ratte Raum geben, verleugnen wir unser kostbarstes, heiligstes Zentrum und zerstören uns damit in unserem innersten Selbst, in unserem Wahrheitssinn, unserem Gewissen. Corona ist deshalb eine Krise unseres Menschseins. Zugleich aber ist Corona auch eine Chance, dieses Menschsein mühsam durch die Bereitschaft, auch Leid auf uns zu nehmen, um der Wahrhaftigkeit willen erst wirklich zu erringen. Worin besteht also jenes Menschsein? Darin, dass wir das, was wir als Unrecht empfinden, ernst nehmen und die Verantwortung dafür übernehmen. Wir nehmen mit dieser Verantwortung Mühe, Leid, ein Opfer auf uns. Was ist unser Motiv? Ist es wirklich ausreichend als Motiv, dass wir abends noch guten Gewissens in den Spiegel schauen möchten, wie man manchmal hört? Nein, ich glaube, unser eigentliches Motiv muss etwas noch Höheres sein. Wenn wir das tun, was wir als wahrhaftig notwendig fühlen, dann geht es uns gar nicht mehr um unser kleines Spiegelbild, sondern es geht um unser wahres Selbst und damit auch um die Welt und um den Menschen, der gerade verloren zu gehen droht. Eine Liebe ist es, die uns treibt. Sie will uns groß machen und unser Herz weiten zu einer großen Weltenliebe. Jene ist es ja, die unser Menschsein im Zentrum ausmacht. Und so wollen wir unser Kreuz, das Opfer, ein Covidiot zu sein, aus Liebe zum Menschen und aus Sorge um das bedrohte Menschsein auf uns nehmen. Was aber heißt, eine Empfindung, die wir von einer Lüge haben, ernst zu nehmen? Es bedeutet, ihr nachzugehen, sie ins Bewusstsein zu heben, zu bearbeiten, bis wir sie erkannt durch einen wahreren Gedanken ersetzt haben. Corona erkennen heißt erkennen, dass Corona uns unsere Selbstbestimmung nehmen möchte, indem es uns in eine Welt der Unterwerfung, des Denunziantentums und des vorauseilenden Gehorsams hinein verstrickt. Geistig gesehen will Corona uns aber dazu auffordern, diese Lügen zu erkennen und zu überwinden. Alles, was uns in und um uns, unsere Möglichkeit zu eigenständigen Gedanken, Empfindungen und Willensimpulsen erkraften zu können, absprechen will, muss als Lüge erkannt werden und durch eine Kraft der verantwortungsvollen Selbstbestimmung, die die Welt sinnvoll umgestalten kann, verwandelt werden. Unsere Bewegung verfolgt dem Kern nach das Ziel, diese neuen Gedanken zu entwickeln. Die Idee von Michael Ballweg, einen Dialog über eine Erweiterung unserer Verfassung hin zu einer größeren Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Individuums zu eröffnen, heißt nicht, wie ihm verleumderisch vorgeworfen wird, dass dieses Grundgesetz, welches von vielen Völkern der Welt lange als Vorbild einer demokratischen Gesellschaft angesehen worden ist, zerstört werden soll. Nein, gerade deshalb, weil es ja durch Corona in seinem geistigen Kern bereits zerstört ist, wollen wir es wieder aufrichten und erhöhen. Sein Kernanliegen, die Würde des Menschen ist unantastbar, wollen wir durch eine klare Erkenntnis von dem, was Würde ist, so stärken, dass dadurch eine wirklich wehrhafte Demokratie entstehen kann, die sich nicht durch ein auf Lügen, Macht und Kontrolle aufgebautes, unmenschliches Infektionsschutzgesetz außer Kraft setzen lässt. Als Student verfolgte ich vor gut 30 Jahren mit tiefer Betroffenheit den Krieg im Kosovo. Schon damals erlebte ich, wie unsere Medien einseitig berichteten.
Durch einen russischen Freund hatte ich Gelegenheit, neben den deutschen Berichten die russische Pravda zu lesen und mir so ein umfassenderes Bild von den Geschehnissen zu machen. Ich sah damals mit Sorge zu, wie unsere westlichen Militärbündnisse den Konflikt immer weiter in die Spaltung trieben, statt die Angebote Russlands, seine guten Beziehungen zu Serbien für eine Deeskalation zu nutzen, anzunehmen. Zusammen mit meinem russischen Freund formulierte ich einen offenen Kettenbrief an den damaligen Außenminister Joschka Fischer, der bei vielen Menschen auf große Resonanz stieß. Ich unterbreitete ihm den Vorschlag, Deutschland möge Russland als Vermittler in diesem Konflikt hinzurufen. Wenige Wochen später geschah all das, was ich in diesem Brief erarbeitet hatte, und die Situation im Kosovo konnte sich durch die Vermittlung Russlands entspannen. Die Logik des Gedankens hatte über zerstörerische Machtinteressen gesiegt. Damals verstand ich, es sind die Gedanken der Menschen, es sind unsere Gedanken, die die Zukunft schaffen. Und jeder von uns hat die Möglichkeit dazu. Und so sind es unsere Gedanken, die auch Lügen, welche nur Spaltungen und Krieg wollen, überwinden können. So möchte ich auch jetzt und heute wieder alle aufrufen: Lasst uns konsequent und entschieden die Lügen der Zeit, die wir alle mehr oder minder bewusst fühlen, durcharbeiten, erkennen und durch wahrere, schönere und bessere Gedanken ersetzen. Diese werden den geistigen Boden für eine wahrere, schönere und bessere Gesellschaft legen. Alle Menschen, die Interesse haben, an solchen Fragen in seminaristischer Weise weiterzuarbeiten oder auch diesen Vortrag in schriftlicher Form zu bekommen, dürfen sich gerne per Mail an mich wenden. Die Adresse erhalten Sie im Anschluss von mir. Ich bedanke mich für das Zuhören. Herr Dr. Edrich, vielen, vielen Dank für die tollen und warmen Worte und dass Sie uns hier heute unterstützen. Ich möchte Ihnen noch mal sagen, wir sind keine Covid-Idioten, wir sind auch keine Corona-Leugner. Corona-Stämme gibt es schon länger. Jede fünfte Grippe war schon immer ein Coronavirus. Stärken wir einfach unser Immunsystem, statt die krankmachende Angst zu schüren. Und schützen wir unsere Älteren und Risikopatienten sinnvoll. Es folgt ein weiterer Musikbeitrag. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Vielen Dank an Ela. Dieses Lied entstand am 29. August auf dem Weg nach Berlin. Sind wir 2 Stunden im Stau gestanden und mein Sitznachbar hat gemeint, dass auf die Melodie von Karl der Käfer doch ein passender Song zu unserem Thema geschrieben werden sollte, und das habe ich dann in der Zeit gemacht. Also Premiere heute hier. Lügende Berichte überschallen das Land, machen die Menschen und die Wirtschaft krank. Mit scharfen Regeln fällt mir mehr und mehr
das Vertrauen auf die Regierung schwer. War ist schon längst nichts mehr hier. Die Virusgefahr verlangt von mir. Nimm deine Maske und halt den Mund. Für deine Meinung gibt es keinen Grund. Die Menschen der Welt werden nicht gefragt, von regierender Macht in die Angst gejagt. Die Menschen der Welt werden nicht gefragt, von regierender Macht in die Angst gejagt. Höre auf dein Herz und die Liebe in dir. Deine Stimme sagt die Wahrheit, sie kommt aus dir. Unsere Welt ist nun absolut bereit für einen Wandel in eine friedliche Zeit. Wahr ist die Liebe in dir und dein Licht strahlt wie die Sonne zu mir. Glaub nicht die Lügen von oben herab, sie machen Angst und halten dich schwach. Die Menschen der Welt werden nicht gefragt, von regierender Macht in die Angst gejagt. Die Menschen der Welt werden nicht gefragt, von regierender Macht in die Angst gejagt. Wahr ist die Liebe in dir und dein Licht strahlt wie die Sonne zu mir. Unsere Welt ist nun absolut bereit für einen Wandel in eine friedliche Zeit. Wir Menschen der Welt sind aufgewacht, in Liebe vereint durch unsere Schöpferkraft. Wir Menschen der Welt sind aufgewacht, in Liebe vereint durch unsere Schöpferkraft. Wir Menschen der Welt sind aufgewacht, in Liebe vereint durch unsere Schöpferkraft. Wir Menschen der Welt sind aufgewacht, in Liebe vereint durch unsere Schöpferkraft. Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Lied. Selbst geschrieben, meine Damen und Herren. Ich gebe jetzt kurz unser Mikro an die Melli, die möchte noch zwei Sätze zu Mindpeace sagen. Ja, ihr kennt vielleicht, der eine oder andere kennt es vielleicht, mindpeace.eu. Wir stehen unter dem Motto, gemeinsam mehr bewegen. Das heißt, wir versuchen jetzt mehr oder weniger die wichtigsten Punkte aufzufangen, also sprich, es gibt bestimmt viele Eltern, die beide arbeiten müssen, die abhängig sind von so einem System, die wir das halt jetzt gerade haben, also die müssen ihre Kinder in die Schule schicken, weil sie das Homeschooling sonst nicht bewältigt kriegen. Wir versuchen jetzt gerade auf Mindpeace, guckt da bitte rauf, mindpeace.eu, ich lege nachher auch noch Flyer hierher, da tun sich Eltern zusammen, die einfach das ja, auffangen wollen. Das heißt, es gibt welche, die eh daheim sind, wie ich. Ich habe zwei kleine Kinder, ich bin sowieso daheim. Da dürfen gern zwei, drei kommen und ihr Homeschooling bei mir machen. Also einfach eine Vernetzung, ja. Es geht jetzt nicht nur um Kinder. Danke. Es geht nicht nur um Kinder, es geht auch darum, einfach sich nicht allein zu fühlen, ja. Und das ist sehr regional. Es heißt, ich habe jetzt ein Treffen einfach mal organisiert, das darf jeder machen. Und wir waren jetzt, beim ersten Mal waren wir 5 und jetzt beim zweiten Mal werden wir wahrscheinlich schon 10 sein. Also ein richtiger Zuwachs. Ich finde es super und wir gucken da in die Zukunft. Wir gucken, was können wir machen, wie wollen wir es haben. Und ich würde mich freuen, wenn man der eine oder andere da mal vorbeischaut und sich vielleicht anschließt. Danke. Liebe Melli, vielen Dank für die Info. Es ist so wichtig. Andi und Melli werden jetzt noch ein Abschlusslied machen. So, das Lied heißt Imagine und ist von John Lennon. Und seit ich das Lied kenne, weiß ich, warum sie den Mann erschossen haben.
Ich trage den deutschen Text vor und mein gar lieblich Töchterlein wird es spielen. Weil ich bin nicht gut genug. Ich hab's halt einfach nicht. Ich hab's jetzt noch nicht gespielt und nicht so. Deswegen lass es lieber meine Tochter machen, die kann das. Also der deutsche Text ist folgendes. Stell dir vor, es gibt kein Himmelreich. Das ist nicht wirklich sehr schwer. Und keine Hölle unter uns, über uns nur Himmel. Stell dir vor, alle Menschen leben nur im Jetzt. Stell dir vor, es gibt keine Grenzen, das ist nicht schwer. Es gibt keinen Grund zu töten oder zu sterben. Auch für keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben für den Frieden. Du denkst bestimmt, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht allein. Ich hoffe, auch du wirst bald so denken und die Welt wird eins sein. Stell dir vor, es gibt kein Eigentum. Ich frage mich, ob du das kannst. Keinen Grund für Gier und Hunger. Und alle Menschen sind verwandt. Stell dir vor, alle Menschen teilen sich die Welt. Du denkst bestimmt, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht allein. Ich hoffe, du wirst auch bald so denken. Und die Welt wird eins sein. Danke. Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for the gay. Imagine there's no countries. It's hard to do. Nothing to kill or die for. And religion too. Imagine all the people living in peace. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need to hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. So, und jetzt guckt euch an, wir sind wirklich nicht allein und wir werden immer mehr und ich hoffe, das geht so weiter. Danke. Lieber Andi, liebe Melli, vielen Dank. Ihr entschuldigt meine Stimme, ich bin gerade ein bisschen emotional. Ich habe mit sowas gerade nicht gerechnet. Ich bedanke mich nochmal bei allen, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Die meisten realisieren schon langsam, um was es geht.
es ist nicht nur eine Maske. Wir sind keine Idioten, wir sind einfach nur besorgte Eltern und Menschen. Ich bedanke mich für die informativen Beiträge. Und wer sich gerne aus dem Publikum noch weiterhin für unsere Aufklärungsarbeit interessiert, darf sich gerne bei uns melden. Wir haben WhatsApp- und Telegram-Gruppen, ihr dürft euch gerne anschließen. Wir haben noch ganz viel Infomaterial, bitte nehmt alles mit und verteilt es. Auch noch an die Kritiker, es ist völlig in Ordnung, es liegt einfach an den Massenmedien. Wir sind nicht gut informiert. Jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung für weiterführende Veranstaltungen, zum Beispiel heute Nachmittag um 15 Uhr in Murrhardt. Morgen 20.09. in Ulm, 27.09. Stuttgart-Ehningen, am 3.10. die Friedenskette um den Bodensee. Danke. Hiermit erkläre ich die Demonstration für beendet und bitte nun die Teilnehmer, unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen auseinanderzugehen. Und für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich noch gerne zur Verfügung. Vielen Dank.